Jahr für Jahr wird ein weiteres Objekt in der Richard-Knoller-Straße saniert. Jüngst wurde die Nummer 7 an ihre Bewohner übergeben. Das angeknackste Image der Wohnanlage befindet sich im Wandel. Ein Wandel, der Gebäude für Gebäude voranschreitet und durch eine soziale Betreuung weitere Impulse bekommt. Nun ist das vierte Objekt in der Richard-Knoller-Straße fertig saniert. Die Schlüssel wurden allerdings nicht an die Bewohner übergeben, da sie ihn ja auch nie aus der Hand gegeben haben. Die 8 Monate dauernden Sanierungsmaßnahmen hat man durchgeführt, ohne die Bewohner umzusiedeln. Für die Strabag war das eine Herausforderung, die man aber mit viel Lob seitens der Bewohner gemeistert hat. Ja, eine große Herausforderung. Also sowohl für die Bewohner selbst, die ja natürlich den Baulärm ertragen müssen in der Zeit, wo sie wohnen, und auch für die Arbeiter, die hier vor Ort arbeiten, die ja besondere Rücksicht nehmen müssen bei ihren Tätigkeiten. Also es waren für alle Beteiligten eine große Herausforderung. Umziehen, wieder einziehen, also das Siedeln war schon recht aufwendig gewesen. Also sehr glücklich, dass es nicht so war. Ja, im Nachhinein glücklich, dass wir nicht ausziehen haben müssen, ja. Es ist ein Traum, echt. Nein, sie haben es total schön gemacht. Also da kann man nur sagen, super. Das Image der Wohnsiedlung befindet sich nach wie vor im Wandel. Die gesetzten Maßnahmen scheinen jedenfalls zu wirken. Das merkt man sehr gut. Sozusagen, wir haben, dass wir das erreichen haben können, haben wir, wie gesagt, sehr massive Baumaßnahmen auch getätigt. Wir haben die Wohnungsstruktur speziell beim Haus 17 entsprechend geändert. Wir haben Gasinären zusammengelegt auf 2- und 3-Zimmerwohnungen und somit ein anderes Klientel in der Bewohner sozusagen in die Siedlung gebracht. Ja, es war sicher die Herausforderung aus einer unter Anführungszeichen grauen Siedlung mit einer schwierigen Bewohnerstruktur mit sehr wenig sozialer Durchmischung, räumliche Rahmenbedingungen zu bieten, dass das verbessert wird. Dazu haben wir Eingänge verändert, haben wir Freiflächen, Balkone, Terrassen erweitert, haben wir Wohnungen zusammengelegt und haben versucht, dem Ganzen ein besseres Image, ein Ambiente, ein fröhlicheres Wohngefühl zu verpassen und unter anderem auch mit der Farbgebung, aber natürlich nicht nur damit. Letztendlich trägt aber nicht nur die Architektur zur sozialen Entspannung bei. Durch Bewohnertreffs und soziale Betreuung hat sich seit Sanierungsbeginn die Stimmung merklich gebessert. Vor allem ist so ausgehend von dieser Gruppe, die sie regelmäßig trifft, eben sehr wohl. Also das waren eben zum Beispiel Frauen, die zum Großteil alleinstehend sind, ganz, ganz wenig Kontakte untereinander haben. Und da ist jetzt einfach ganz, ganz viel passiert. Also die treffen sich ja unter der Woche und sind sozusagen auch geheim. Also von denen ausgehend passieren natürlich einfach auch sehr viel Kontakte auch zu den anderen Mietern. Und das ist schon was, was jetzt einfach auch wächst und zunehmend mehr wird. Wohnanlagen auch auf sozialer Ebene zu betreuen, ist modern, denn es ist eine Chance, die Wohnqualität zu verbessern. Wir haben in Salzburg 2 weitere schöne Beispiele, nämlich die Rose Zukunft, wo was Ähnliches passiert ist, oder auch der Freiraum Max Klein. Und das braucht man. Nur wohnen, 4 Wände zu bekommen, ist oft zu wenig. Und je mehr man sich Gedanken macht, dass man diese Menschen auch in der Wohnung glücklich macht, und das ist die Herausforderung, umso zufriedener werden natürlich die Bewohnerinnen und Bewohner der Wohnungen sein. Die Hausnummer 7 erstrahlt in frischem grünem Glanz. Nun ist das nächste Objekt an der Reihe. Der zukünftige Plan ist der, dass die Richard-Knoller-Straßen 9-11 und 13-15 noch saniert sind, jeweils mit 24 Wohnungen. Im Dachgeschoss werden wieder jeweils 6 Wohnungen neu geschaffen für neue Mieter.